Robert, das gehört leider dazu, dein Dreher und der Klaus hat nicht mehr ausweisen können, ausgerechnet Teamkollegenunfall. Ja, das ist der Worst Case, aber das gehört offensichtlich auch zum Reinfahren. Also er ist halt zum Markus gekommen, wir waren eigentlich flott unterwegs und der Nächste wäre der Peter vor uns gewesen und ich habe mir gedacht, lass den Klaus den Vortritt, bis er ein bisschen engere Linie gefahren. Und er hängt mich dann bei ihm hinten an und da habe ich es übertrieben, hat es mich dreht und der Klaus hat nicht ausweichen können. Ja, und so haben wir halt jetzt für leichte Arbeit gesorgt. Das tut mir für die Mechaniker leid, weil es war unnötig, aber ist so. Michael, herzliche Gratulation. Dieses Mal hat es wieder mit einem Sieg geklappt, aber es war ein Manöver in letzter Sekunde, oder? Mit dem Jiří Pisárek. Ja, es war ein sehr harter Kampf, bis zum Schluss, wirklich bis in die letzte Runde. Dann hat er Gott sei Dank einen Fehler gemacht, dann bin ich ganz zugekommen und dann ist es gegangen. Wärst du ohne Fehler vorbeigekommen, oder? Keine Chance. Michael hat gerade gesagt, wenn du keinen Fehler gemacht hättest in der letzten Runde, hätte er dich nicht überholen können. Wo ist dir der Fehler passiert oder warum? Also ich hatte schon die Reifen ein bisschen überhitzt, weil wir haben ziemlich gekämpft und war schon rutschig. Also ich war schon langsam, müsste früh bremsen und er war ein bisschen schnell. Für dich läuft es immer besser, jetzt vielleicht klappt es morgen mit dem Sieg? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Carsten, wenn der Jürgen ein bisschen auslässt und nicht ganz so schnell ist, dann springst du für Peep Racing ein. Hervorragender dritter Platz. War ein sehr schnelles, sehr hartes Rennen, oder?
Auf jeden Fall und ein sehr helles Rennen vor allen Dingen. Also die Sonne stand so tief, dass man teilweise gar nichts mehr gesehen hat. Also wohl dem, der ein dunkles Visier hatte, wer ein schwarzes hatte, war ganz vorne und wer ein weißes hatte, hat glaube ich teilweise Blindflug gehabt. Aber war ein gutes Rennen, war dann ab Mitte ein bisschen einsam für mich. Aber wir können zufrieden sein mit dem, was wir rausgeholt haben, mit dem, was drin war. Sebastian Gruner, du hast schon die richtige Bekleidung an, das Meister-Polo-Shirt, herzliche Gratulation. Du hast heute mit dem 5. Platz fix gemacht, Champion Crossbow Battle 2012. Ja, super, also herzlichen Dank an KTM auch, es ist ein super, super Battle gewesen dieses Jahr, ein super Jahr. Dank an das Team, Team Allsport, an Jeep Private Racing für die super Unterstützung, für das super Auto. Heute mit Platz 5 habe ich alles sicher gemacht. Ich weiß, dass Michael Fretschko gewinnen musste heute, um halt irgendwie was machen zu können in der Meisterschaft noch. Und für mich war klar, da muss ich mindestens 6. werden. 5. war drin und hat super, super gereicht. Und jetzt sind wir halt super happy und morgen werden wir nochmal angreifen und versuchen nochmal einen Sieg rauszuholen. Andre, once more a great race from you and you fixed the title in the KTM Crossbow Battle 2012 in the Rookies class. How are your feelings now? Yeah, it's fantastic. I never thought I could win the championship. Yes, because it's my second season. I had no problem. I had a little bit fortune because I never crashed. I finished all races. Next year you think about going into the Pro-Am class? Yes, of course. I must think about it. Heute ist er Meister geworden. Yes. Tagessieger geworden, es freut mich unglaublich, es freut mich unglaublich. André Bach, Georg, das war's schon fast. Es ist zwar noch ein Rennen morgen, aber die Meister stehen schon fest. Was sagst du, die Meister mit Ansage oder doch eine Überraschung? Ja, nicht mit Ansage, es war relativ ein großer Vorsprung bei beiden. Sie haben es beide geschafft. Gratulation an den André und an den Sebastian. Super Leistung am letzten Wochenende. Toll, aus Veranstalter-Sicht super, dass es zum Schluss entschieden worden ist. Ja, und morgen werden wir trotzdem noch ein bisschen Gas geben, glaube ich. Du auch? Ein bisschen mehr wie heute.